wir sind jetzt gerade in New Jersey bei den New York Jets, bei der NFL-Mannschaft. Und haben eine tolle Führung bekommen hier durchs Haus. Es ist schon imposant, wie hier professionell gearbeitet wird, einer der teuersten Mannschaften der Welt. Und man kann wirklich nur Danke sagen für das, was wir heute hier erleben durften, diese eine Stunde. Einmal ein bisschen weg von der Politik hin zum Sport. Hat mich wirklich sehr gefreut. Wir sind jetzt gerade hier in El Paso, Texas, an der Grenze, hier auf der Bridge of the Americas, ein Grenzübergang, wo täglich rund 150.000 Menschen auch in die Vereinigten Staaten wollen, zu Fuß, aber auch 15.000 Fahrzeuge hier täglich diese Grenze passieren. Wir haben eine Einweisung erhalten, auch von der State Police, aber auch von Homeland Security und auch heute bereits am Vormittag von der Joint Task Force North, also von dem Militär, wie hier die Kooperation zwischen den Behörden funktioniert. Ich kann nur sagen, sehr beeindruckend, was hier passiert, sehr professionell auch. Und was mich auch gefreut hat, dass durchaus Interesse auch besteht seitens der Joint Task Force North, also dem Militär, die auch einen Erfahrungsaustausch mit dem österreichischen Bundesheer auch aufrechtzuerhalten, zu intensivieren. Hier wird es im Juni auch noch zu einem Treffen auf Beamtenebene kommen, wo man die Erfahrungen auch der Migrationskrise 2015, die wir gesammelt haben, wo ja auch rund 30.000 Menschen an der Grenze täglich in Österreich gewesen sind, hier mit den amerikanischen Behörden pflegt. Und jetzt geht es dann noch weiter zur Unteroffiziersakademie, zur NCO Academy hier in El Paso, wo es darum gehen wird, eine Kooperation zwischen dem österreichischen Bundesheer, der Heeresunteroffiziersakademie in Enns und dieser Akademie hier in El Paso abzuschließen, um einen Kadettenaustausch sicherzustellen. Ich freue mich schon darauf. Das war's. Wir waren jetzt bei der letzten Station unserer USA-Reise hier in El Paso bei der Sergeant Major's Academy, eine sehr traditionsreiche Institution. Und es freut mich sehr, dass wir neben der Einweisung, die wir erhalten haben, über die Ausbildung hier auch eine Kooperation abschließen können. Bedeutet, dass wir ab dem Jahr 2020 wieder amerikanische Unteroffiziere zu uns an die Heeresunteroffiziersakademie nach Enns bringen und auf der anderen Seite auch wir Unteroffiziere des Bundesheeres hier nach El Paso, Texas auf die Akademie. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ihr könnt natürlich auch liken und teilen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Alles Liebe, euer Mario Kummersweg.